Hearthstone, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, wie versprochen, heute schon die zweite Runde Hearthstone. Und ich habe ja vor euch vor ein paar Stunden ja schon mal eine rausgehauen. Ich muss sagen, das hat ziemlich Spaß gemacht. Dieses leichte Verändern meines Decks hat durchaus ein bisschen was gebracht. Und ich behaupte auch, der Lichtkönig hat ein bisschen einen Unterschied gemacht. Ich habe zwar das erste Match verloren, obwohl ich der Meinung war, es war gewinnbar. Das war ein bisschen Pech. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich underpowered war oder sowas. Obwohl ich seine Fähigkeit ein bisschen viel fand. Aber sei es drum, und das zweite Match richtig nice gewonnen. Da haben ja auch die Reiter viel Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen entdeckt, was ich insofern cool finde, wo man als Gegenspieler mit zu viel Sachen zu tun hat. Man muss auf mich achten, auf meine Waffen, auf meine Reiter, auf Charakter, die sie nicht angreifen dürfen. Das hat schon was. Kein schlechtes Deck. Ich denke, das ist ausbaufähig. Und dieser Sieg, naja, schmeckt nach mehr. Vielleicht schaffe ich jetzt nochmal was. Würde mich freuen, wenn ich also mindestens nochmal einen schaffe. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Ich glaube, die Weihe lasse ich mal in meiner Hand. Ich mag das, wenn ich so eine Schutzfunktion habe. Ja, der geht auch noch. Bei einer Magierin weiß ich halt jetzt nicht so richtig, wie ich das am besten mache. Melde mich zum Deal. Das war's. Fangen wir gleich mal so an. Ist schon mal ein Anfang. Und dann gucken wir mal. Also am geilsten wären natürlich zwei Siege. Vielleicht bin ich jetzt in einer Art Flow drin oder sowas. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Ja, das war auch gut, dass nicht gleich alles... Ah, es geht, es geht, geht, geht. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ah. Kann man machen. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht, aber kann man machen. Ich habe jetzt nur leider nichts zum Spielen. Das ärgert mich ein bisschen. Obwohl der ja immer geht, den ich jetzt gerade gespielt habe. Das ist das Schöne am Paladin. Man kann zwar nicht heilen und nichts, aber man hat immer... Also leer geht man nie aus pro Runde. Das finde ich eigentlich immer nice. Ja. Wenn sie die Karte nochmal hat, da ist Weihe dann interessant. Aber schon der erste Tank ist schon mal weg. In den Kampf! Melde mich zum Dienst. Ja, ist ein bisschen ein schwacher Beginn insofern, dass ich nicht richtig Feendrache, Peggel, was weiß ich, was ich da alles habe. Ist mir eigentlich nicht so recht, aber ja, ich will nicht schon jetzt schon meckern. Das Match läuft ja erst. Nächste Runde kann ich den machen, da ist dann schon mehr Party angesagt. Mache ich jetzt auch. Das war's. Hoffentlich schiebt sie den jetzt oder sonst irgendwas. Dann ist die Karte auch mal raus. Muss ich mal gucken, ich könnte das noch nehmen, obwohl das ein bisschen waste ist in Bezug auf Heilung. Oder die da. Wäre vielleicht noch ein oder das Gottesschild. Das hätte ich jetzt nicht gemacht an ihrer Stelle. Aber das muss sie ja wissen. Soll mir recht sein. Jetzt lohnt sich ja wiederum mit der Heilungswaffe. Jetzt lohnt sich's. Für die Gerechtigkeit. Ich frage mich, ob ich die Buße schon spielen soll. Ich versuch's einfach mal. Dann habe ich nämlich in dem Fall... Ja, vielleicht klappt das. Dann kann ich mit dem 1-1er den direkt wegmachen, wenn er nicht unbedingt gerade eine Bubble hat. Also wie gesagt, so langsam komme ich rein in den Paladin. Irgendwie spielt die komisch. Warum macht sie keinen Board Control? Oder er spielt komisch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Mädel ist oder... Board Control ist, sieht ein bisschen anders aus. Aber mir soll's recht sein. Mir soll das recht sein. Schade, der wäre natürlich jetzt nett gewesen. Ich kann nicht so viel spielen gerade, das ärgert mich ein bisschen. Ich kann die Waffe nicht anlegen, ich meine, den kann ich mal spielen. Aber das war's dann auch fast schon. Die Eule geht nicht. Melde mich zum Dienst. Ja, mehr geht gerade nicht. Es läuft aber gar nicht so schlecht im Augenblick. Könnte wirklich schlechter sein, finde ich. Könnte wirklich schlechter sein. Werde lachen, jetzt weiß ich gar nicht mehr auswendig, wie viele Siege ich jetzt schon geholt habe. Ich glaube 2 von 5, wenn es mal jetzt von der Kiste ausgeht. Das heißt also, was soll ich nur tun? Ich kann euch auf jeden Fall noch mit einer weiteren Runde beglücken, aber jetzt muss ich erstmal die absolvieren. Obwohl das Match hier ja schon ganz gut läuft. Irgendwie kann er sie erst sich nicht entscheiden, was er spielen soll. Tja, mach was. Was soll ich nur tun? Seid ihr für das hier bereit? Ups. Also wenn sich das nicht gelohnt hat, macht er gibt jetzt auf. So Rage Quit mäßig. Nein. In den Kampf!
Jetzt spielen wir mal den Dino. Mit schön viel Schaden. Das zeigt. Für die Gerechtigkeit. Ist ja eigentlich schon aus, das Ding, also das ging fix. Ich hätte noch Windzorn machen sollen, vielleicht bei dem Dino, obwohl das kommt auf ziemlich aufs Gleiche aus, oder? Wenn es jetzt nicht gerade schiebt, obwohl selbst wenn. Selbst wenn. Ich mache ja 4 Schaden, mit der Weihe sind es nochmal 2. Okay, von mir aus. Ich sollte halt nicht so. Wie soll man sagen? Also, noch habe ich nicht gewonnen. Ich muss mir den Sieg dann auch abholen jetzt. Nicht schon für Grand nehmen hier. Aber sobald der Dino wieder frei ist, wird's eklig für sie. Du nicht nehmen, Kerze! Okay, ich glaube, ich mache mal die Weihe einfach auch, damit sie den Zauberschaden nicht hat. Ist vielleicht ein bisschen Waste, aber was soll ich auch sonst spielen? Machen wir mal die Waffe raus. Da können wir auch noch einmal zuschlagen. Dann machen wir noch das Heldenopfer. Das meine ich mit ein bisschen Stressen und alles vor die Füße werfen. Sie weiß nämlich jetzt auch nicht, oder er, was das für ein Geheimnis ist. Meine Spinnensinne kribbeln. Spinnensinne. Er reicht ja nicht. Gut gespielt. Danke. Also, bitte. Dachte eigentlich, es ist schon aus, deswegen habe ich gut gespielt gesagt, aber der ist ja schon wieder eingefroren. Was hatte ich für eine Dings? Aber jetzt müsste es rum sein. Melde mich zum Dienst. Jetzt müsste es rum sein. Hau ruhig raus. Hau ruhig raus. Ja, also 2 Schaden. Ganz ehrlich. Wie will sie das jetzt noch wegkriegen? Nicht mal mit dieser AOE, den sie vielleicht hat, weil der eine in der Bubble hat. Sonst vielleicht, obwohl die 3-5erin dafür zu stark ist. Ja, eben. Das habe ich nämlich gemeint. Das reicht nämlich nicht. Ja, obwohl, es reicht doch. Also gib nicht auf, die Sau. Tja, oder auch nicht. Dumm gelaufen. Jetzt ist aber vorbei, das Match. Gut jetzt gespielt. Ist aber, ja. Gut gespielt. Jetzt ist aber rum hier. In den Staub mit euch. GG. Ah, läuft doch. Läuft doch. Ja, jetzt bin ich im Flow. Ja, noch 2 Siege. Noch 2 Siege. Vorausgesetzt, ich mache jetzt noch eine, ist es nur noch ein einziger Sieg. Und diese Quest mit dem Ritter des Frostthrones habe ich auch fast. Ja, jetzt langsam bin ich drin, merkt ihr das? Ich fand auch das erste Match der letzten Runde, die auch heute kam, auch schon nicht so falsch. War ein bisschen Pech vielleicht, aber fühlt sich schon besser an als beim letzten Mal. Nicht, dass jetzt allein am Lichtkönig liegt, aber es fühlt sich besser an. Kann man nicht meckern. Ah, Jäger ist gefährlich. Ich hoffe, er hat die Fähigkeit nicht mit diesen 3 Schaden. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, der ist mir ein bisschen zu hoch hier. Das Heldenopfer finde ich jetzt auch nicht so wichtig im Moment. Der Dreier ist gut. Ich hätte gerne noch so Peggle oder den Feendrei. Ja, die Mutation geht auch noch. Onyxia ist natürlich Quark. Ja, gut. Ja, naja. Da ist die Einer-Karte halt toll, die mir gleich so Rekruten bringt. Ja, das ist schlecht. Jetzt kann ich kein Ding spielen. Jetzt kann ich keinen Affen spielen. Das geht natürlich nicht. Melde mich zum Dienst. Das geht natürlich nicht. Obwohl ich mit der Mutation vielleicht ein bisschen was tun kann. Weiß es noch nicht so richtig. I don't know. Wenn er den angreift, ah, schade, dann wäre er weg gewesen. Obwohl ich es jetzt immer noch machen kann. Mache ich nämlich so. Für die Gerechtigkeit. Kriegt zwar den Damage, aber das macht nichts. Bisschen Heilungskarten habe ich ja schon auch dabei. Vor allem er hat ja Lebensentzug da, wenn ich den am Leben lasse. Gut, er würde es nicht überleben, aber ich glaube, das mache ich jetzt trotzdem. Ich werde euch schon zurecht und Staub mit euch. Angreifen tue ich jetzt aber nicht, das wastet die Waffe, das muss nicht sein.
Sonst kann ich nichts verstärken. Aber schon bin ich ein bisschen mehr geheilt. Er versucht, glaube ich, wieder Öster auch so ein bisschen zu rushen. Ja, das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Die Karte auf mich. Die hätte er wunderschön für andere Gegner nehmen können. Das hätte ich also auf keinen Fall gemacht an seiner Stelle. Gefällt mir aber trotzdem ganz gut, der Beginn. Also, das ist gar nicht mal so bad. Ihr werdet sehen, wenn ich das jetzt auch so schnell gewinne, dann ist es genau andersrum, wie ich es haben wollte. Dann ist die erste Runde lang und die zweite Runde ist dann kurz. Aber wie rum ist ja auch egal. Bei einem Double Feature. Es kommt meistens anders, als man sich das denkt. Wie immer. Aber macht gerade Fun irgendwie. Kann ich behaupten. Jetzt machen wir den Affen weg. Jetzt mutieren wir mal, würde ich sagen. Machen wir ihn noch ein bisschen stärker, dass er richtig reinhauen kann. Und dann beschützen wir ihn. Dann machen wir den noch. Ich spiele jetzt, glaube ich, auch mal... Ah doch, okay. Ich dachte, ich habe noch eine Restwaffe. Sonst hätte ich den Rekruten jetzt nicht gespielt. Ja, läuft aber. Gar nicht mal so bad. Also, jetzt bin ich drin. Wenn ich überlege. Heute Drehtag. Läuft gut. Ich sag ja, das erste Match hat sich schon nicht schlecht angefühlt, obwohl ich es verloren habe. Wo ich das Gefühl hatte, Mensch, eine Runde noch überleben, dann kippt es in meine Richtung. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Kann man nicht meckern. Jetzt heile ich mich mal, das habe ich dringend nötig. Ja, das war's auch schon. Ist natürlich faszinierend. Also das ging jetzt fix. Hätte ich nicht gedacht. Aber kann ich auch nichts für. Aber im Double Feature passt es jetzt ganz gut rein. Wie gesagt, es war zwar genau andersrum gedacht, aber so rum ist es mir auch recht. Ja. Ja, das war's eigentlich auch fast schon. Ich glaube, das Match ist aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, das Match ist aus. Wow. Gut gespielt. Hätte ich nicht gedacht. Wer hätte das gedacht? Hätte ich nicht erwartet. Yay. Also es ist echt nicht mehr viel. Ein Level-Up habe ich auch noch für ein paar Paladin. Ja, so läuft's aber. Also wie gesagt, jetzt läuft es gerade gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt bin ich nicht unzufrieden. Letzte Runde schon einen Sieg gehabt und das erste Match hat sich schon vernünftig angefühlt. Jetzt hier zwei Siege, also so darf es weitergehen. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, wie gesagt, also so schnell habe ich das nicht erwartet, aber ich habe zumindest gedacht, dass die erste Runde so kurz wird. So eine schnelle Kürze und dann noch was Längeres. Es ist halt genau andersrum, aber mir ist es jetzt irgendwie trotzdem recht. Da es ein Double Feature ist. Ich bin also begeistert, oder wie man sagen will. Und das hier erledigt sich natürlich auch genauso wie das. Also es geht voran, Freunde, es geht voran und ich brauche nur noch einen weiteren Sieg. Das heißt, diesen Monat wird noch eine Runde kommen. Wann die kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht schon morgen, vielleicht aber auch irgendwie als Abschluss des Monats. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, für diese Runde war es das jetzt aber, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.